Leute, kommt doch her. Ich hab was. Was zur... Zum Teufel war das? Ja, was war das? Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Was spricht gegen das Wasser? Okay, wo geht's hier weiter? Es gibt diverse Wege. Aber der war's wohl nicht. Noch eine Seite von dem Buch. Aber hier kommen wir doch auch nicht weiter, oder? Moment, ich muss mal eben was trinken. Oh, lauter Wasser hier. Nein, Sonnenscheins übrigens. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass du auch da bist. Mir gefällt es deutlich besser als Observation, definitiv. Auch wenn es ein bisschen strange ist. Ich glaube, es geht hier lang, hm? Habe ich den nicht schon abgeknallt? Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Munition, Batterien. War hier noch was? Nee. Wow. Verdammter Wald, wo geht's lang? Achtung! Proceed. At your own risk. Okay, betreten auf eigene Gefahr, alles klar. Was auch sonst? Das wieder ein Zeichen? Und das will mir was sagen? Dass mir die Baumstämme auf den Kopf fallen? Aha.
Da oben ist eine Hütte. Besessene, Besessene. Eine Kiste. Boah, das ist voll die Schleichwerbung, ne? Bei den Batterien? Das geht ja mal gar nicht. Aua, aua. Ach, nicht, dass ich mir noch einen Fuß breche. Da ist ein Polizeiauto. Komme ich da durch? Nope. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Natürlich. Munition, großes Gebiet, wo sind die Gegner? Wie? Und ich kann nicht mal mehr Munition mitnehmen? Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Da, da. Beim Holzlager, genau. Hier ist überall Holzlager. Was soll der Blödsinn mit den Thermoskannen eigentlich? Okay, got you. Leute, kommt doch her. Ich hab was für euch. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Ganz schnell. Jetzt bleib doch mal an dem Ding stehen. Okay, läuft. Und Licht. Hier nicht zielen kann, dass man immer, was ist eigentlich mittlere Maustaste, dass man immer, wenn ich also gefühlt möchte ich das Gewehr in die Hand nehmen, tut er ja auch, aber dann tut er auch die Taschenlampe leer machen. Das ist ein bisschen uncool. So, wir nehmen die Pistole, da haben wir mehr Munition für. Zu dem Schalter. Ich weiß, dass hier Gegner kommen. So vielleicht? Wie? Ah. Irgendwie wird mir schlecht von dem Spiel, keine Ahnung. Zu viele FPS. Oh, ich krieg hier voll Motion Sickness. Kein Scheiß. Oh, renn! Oh. Was haben wir denn hier? Bier? Bierdosen? Leer. Verdammt.
Schrotflintenmunition. Nehmen wir. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Sonnenschein, wie steht's denn beim Fußball? Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn ich nicht... Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Das riecht hier irgendwie nach Endgegner. Nimm mal die Schrotflinte. Und nimm die Axt. Ihm weg. Geht nicht. Au! Komm her. So, Licht. Was? Batterien, Munition. Wow. Ihr verdammten... Wo ist der andere? Wo ist der andere hin? Geht's? Okay. Alter, weg, 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 weg. Ins Licht. So. Wer hat hier ein Problem? Ich nehme vielleicht doch wieder das Gewehr. Ha! Daneben. Bayern hat 3-1 gewonnen. Wahnsinn. Danke. Daneben. Die Taschenlampe lädt sich auch langsam von alleine wieder auf. Was brauche ich dann Batterien? Der VfB hat auch gewonnen. Juhu! Licht. Brauche keine Batterien. Weiter. Salat, rühre ich aber nicht.
Kommt da jemand? Leuchtpistole. Okay, vielleicht können wir die brauchen. Drei. Kommt einfach her. Weiter. Zwei Schuss haben wir noch. Hallo, jemand da? Muni. Batterien braucht man nicht. Tür auf. Was ist das? Oh, 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 oh. Wenn das so verschwimmt, dann passiert gleich wieder was. Das riecht doch nach Endgegner, oder? Dann komm doch endlich her. Na also, come on. Aua. Aua. Verdammte Penner. Kommt her. Batterie leer. Wow. Komm her. Komm doch. Oh, Thermoskanne. Erstmal einen Kaffee. Also wenn du jetzt nicht kommst, dann gehen wir halt. Erwischt. Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Ach, los. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Hier ist niemand. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Na klasse. Hallo? Ist hier jemand? Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ich schreibe. Ich schreibe weiter.
Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm, ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt. Ein Telefon finden. ...68-jähriges Hirschfest, 15. bis 18. September. Spiele und Attraktionen, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe. Live-Musik, ja, und für Kinder. Hasenzahn-Charity nachmittags und die unglaubliche Fantasie... Ja, von einem Magier. Toll, da will doch jeder hin. Hier ist kein Telefon. Doch, da. Polizeiwache Bright Falls. Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier, okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit alles helfen. Ja, liebe Zocker-Launcher, ich glaube, bei dieser wunderschönen Musik ist es ein guter Punkt, hier einen Abschluss für heute zu finden. Ne? In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, dass es mit Alan Wake weitergehen soll, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, ich würde mich freuen. Ich habe eigentlich auch schon ein bisschen Bock drauf, aber das überlasse ich euch, wie bei allen anderen Spielen in letzter Zeit. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Patrick von der Zocker-Lounge. Ciao.